Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego Harry Potter, die Jahre 5 bis 7. Wir sind hier im freien Spiel immer noch, wir machen jetzt weiter mit dem zweiten Film dieses Spiels. Und wir brauchen einen Charakter noch und dann halt noch die Wappen, cool. Das heißt, hier sind wir schon ein bisschen weiter gewesen. Wir gucken mal, was es hier noch alles auf uns wartet. Mal gucken, ob wir auch ziemlich schnell durchkommen. Also wenn man alles am Anfang findet, wäre es natürlich super. Also Schüler haben wir, einen Charakter und ein Wappen. Okay. Schau, wir können hier einfach raus. Los, Todesser. So, genau. Wir brauchen hier Arthur Weasley. Das ist Ron. So, irgendwas reparieren. Ich weiß nicht mehr, was das ist. So, Vorteil hier war ja schon, dass wir schon sprengen konnten, weil wir Arthur ja hatten. Das ist auch irgendwie ganz komisch, ihn hier zu ja, alles reparieren und die komischen Sachen aufzubauen. Jetzt erwartet, dass ich das mit Argumenti noch füllen muss, aber ja gut. Braucht mir bisher nicht. So, Kappa hast du schon mal? Hier könnte ich was mit Argumenti machen, warum auch immer. So, das muss ich gar nicht machen. Wir brauchen hier irgendwas anscheinend. Na stimmt, wir machen hier die Hose erstmal. Und dann müssen wir noch irgendwas auf der linken Seite machen, um an das Hemd zu kommen. Ich weiß noch nicht was. Okay, einfach ein bisschen draufschießen, dann geht's irgendwann. Perfekt. So, wir brauchen noch zwei Wappen und einen Charakter. Hier kam dieses ganze Feuerding, da wusste ich erst gar nicht, was ich machen sollte. Aber ich glaube, hier hatten wir Aquamenti schon, oder? Doch hatten wir, glaube ich, meine. Ja, müsste hinkommen. So, wo haben wir denn die Charaktere? Okay, hier können wir sowieso nicht so viel machen. Charakter ist hier. Dafür brauchen wir Ron. Den wir irgendwo auch haben. So. Ja, komm, meine Güte, beeil dich mit dem Scheiß. Du hast einen Weg, Voldemort. Wir sind beschäftigt mit Dingen. So. Bill Weasley? Haben wir? Wer ist denn schwer Bill? Da hinten ist das Ding? Okay, da müssen wir noch weiterkommen. So, lass mir überlegen. Was müssen wir als nächstes tun? Ich glaube, den Quibbler hatten wir ja schon gemacht, ne? So, Hermine, gib mal Katze. Okay, hier ist irgendwas. Das können wir aufreißen. Genau, hier war der Quibbler. Und dann ja an dem Auto war es irgendwie ziemlich komisch, da was zu tun. Also, das hat nicht so ganz geklappt bei mir. Dass ich da. Ach stimmt, ich muss da raufgehen, das hat nicht geklappt. An die Kanone. Genau, das hat aber nicht funktioniert. Okay, das möchte nicht gelöscht werden. Vollkommen in Ordnung. Was machen wir hier mit dem Ding? Ich weiß nicht, was ich hiermit machen soll. Ach doch, da ist ein Ball, klar. Wusste ich natürlich. Obwohl, Katze kann ich ja eigentlich draußen lassen. Katze kann gleich weitermachen. Katze muss hier nämlich rein und den Ball rausholen. Dann nehmen wir anscheinend Hermine. Das Ding wird weggeheatet.
Und dann nehmen wir das Teil hier mit. Setzen das hier mal schnell ran. Ich glaube, das habe ich auch übersehen gehabt. Da, Strickjacke. So, ich glaube, da komme ich schon durch, oder? Ja, passt schon, ehrlich gesagt. Hätte ich schon gesagt gehabt. So, weg damit. Wir müssen hier einmal auf Voldi wechseln. Da ist er doch. Können dann das hier reparieren. Und was wir damit machen, weiß ich noch nicht. Geht damit anscheinend nicht rüberfahren. Das hilft mir nicht. Irgendwas ist denn das? Gar nicht verbuggt oder so das Teil. Kann mir eine Katzensachen machen? Na komm, Finger zerschneiden. Okay, da hinten ist das Gryffindor-Ding. Ja, ist wirklich Gryffindor tatsächlich mal. Und Schüler brauchen wir nicht. Brauchen wir nur das Wappen? Brauchen wir noch irgendeinen Charakter? Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt. So. Das müssen wir zerschneiden. Den können wir jetzt mal mitnehmen. Da müssen wir wahrscheinlich die Möhrchen rausholen, aber ich frage mich gerade, wofür? Weil wir haben dann ja eigentlich alles. Also klar, für ein bisschen Geld oder sowas, aber es ist ja nicht mal was wert. Okay, hier brauchen wir nochmal einen Quibbler. Den bekommen wir irgendwo hier, ne? So. Hat jemand einen Charakter braucht, den haben wir jetzt ja schon. Oder? Wo ich den bekommen? Ich weiß gerade nicht mehr. Ich kann jetzt nicht sagen, wer es war. Doch, ich kann nicht sagen, wer es war. Doch, Bill. Bill Hochzeit war es, genau. Dann pumpen wir das Ding hier raus. Wir brauchen erstmal jemanden mit Licht. Ach, jetzt darf ich erst, okay. Und dann sind wir auch schon fertig. Danach kommt, glaube ich, nur noch der Fight. Moment, nee. Wir brauchen doch erst einmal mit Licht. Und hier gibt es dann das Gryffindor-Banner. Wappen. Und dann würde ich sagen, zurück zum betroffenen Kessel, speichern verlassen. Wir dürfen es alles haben. Ja, haben wir fertig. Wir haben Bill Weasley in der Hochzeit, genau. Wir haben das. Wir haben den goldenen Stein dafür. Und den Schüler hatten wir schon, meine ich, ne? Okay, das war falsch. Ich dachte gerade, ich muss B drücken, um hier ranzugehen. Muss ich ja gar nicht. Das war hier oben, ne? Schüler in Gefahr hatten wir schon. Hier haben wir den Schüler noch nicht. Schüler und sonst alles. Okay. Dann auf geht's. Mal gucken, was hier alles gibt. So, hier sind wir ja, in der Mitte vom Halbblutprinzen. Hier kommt jetzt der Fight gegen... Ach Gott, hier ist denn der Typ nochmal? Lucius Malfoy. Nicht Lucius Malfoy, Draco Malfoy. Ha ha ha!
So. Professor Slughorn, endlich. Genau, das kann ich zwar schon sprengen, aber ich konnte da nicht weitermachen. Da ist der Quibbler. Kann ich den mir auch in der Story schon holen oder ist der erst im freien Spiel gekommen? Ich glaube, das kann ich in der Story auch schon machen. Ja, doch. Daran kann ich mich sogar erinnern. Das ist noch nicht so lange her. Okay, und warum kann ich das hier nicht machen? Oder kann ich das machen? Ah, ich konnte hier nicht graben. Kann das Ding graben? Okay, das Ding kann nicht graben. Gut. Warum soll es auch graben können? So, Ginny Weasley. Einfach hier in diesem Level. Unverständlich, aber gut. So, wir müssen das Ding machen. Wir müssen das Ding machen. Und dann müssen wir das mit Aguamenti auffüllen. Damit wir irgendwie das Rezeptbuch zusammenbauen. Nein, wir müssen es nicht. Wir müssen das Lied spielen. Genau, so war das. Ich dachte, das wäre ein Rezept oder nice Notendinger. So, dann haben wir das gemacht. Wie viele Charaktere haben wir jetzt? Wir haben, glaube ich, 2 bekommen. Professor Slughorn, das Ravenclaw-Banner und Ginny Weasley. So, dann... haben wir noch einen Charakter offen, den Schüler in Gefahr. Das war schon wieder falsch. Ich will den Charakter nicht wechseln. Was machst du? Willst du einfach nur so ein Aufstellen von Getränken? So, Schlüssel. Aufschließen. So, schnell gezaubert. Dann geht's weiter. So, hier ist dann der Fight. Okay, erstmal ein kleines Avada Kedavra in den Kopf von Melfa drücken. So, weg mit dir. So, was willst du als nächstes? Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Aber gut, dann kriegst du halt auch ein Konzentrationsgesicht. Mir ist das egal, Freund. So, da ist der letzte Charakter. Dann fehlen uns noch 2 Wappen. Okay. Ist einfach nur zum Hof fliegen? Anscheinend. Gibt nicht mehr irgendwas Cooles hier. Gibt einfach nur ein bisschen Geld. Also nicht mehr wirklich viel. So, ein weiteres Banner. Ah, okay, hier brauchen wir Ron. Können wir gleich mal Ron nehmen. Das ist George. Das ist Ron Weasley. So, weg damit. Hallo. Schön an Gefahr gerettet, perfekt. Schön, dass da die Urinsteine sind im Pissoir. Genau, und dann brauchen wir immer noch 2 Wappen. So, Draco im Anzug. Schön Gefahr haben wir, Charakter haben wir, das heißt ja noch 2 Wappen, die nicht hier sind. Ich frage mich gerade, wofür das Ding jetzt ist. Aha.
Okay. Nehmen wir das mal so hin. Ein bisschen Argument hier rein. Wir sind schon in der zweiten Mission, oder? Ich hoffe doch. Ah, ne, das war schon richtig. Ich muss doch meinen Charakter wechseln. Den Zauber wechseln. So, dann einmal das Ding hier machen. War es das, was ich machen musste? Ich bin mir sicher. Nicht ganz. Also doch, ich muss das machen, um weiterzukommen, genau. Wo ist dann der Rest von den Dingern? Kann ich denn irgendwo dahin? Also anscheinend soll ich hier im Kreis mit dem Ding springen. Lass mal versuchen. Vielleicht bringt mir auch nur das Geld hier, aber vielleicht bringt mir das noch was anderes. Wer weiß. Okay, das war absolut ernüchternd. Dann müssen wir gleich nochmal gegen Malfoy kämpfen. Und dann sollte eigentlich noch was kommen. Ich weiß noch nicht was. So, weg mit dir. Dann nochmal weg mit dir. So, nochmal weg mit dir. Und als nächstes dann den hier. Okay, eine Konzentration. Gut, dann kriegst du den auch nochmal ab. Dann war's das mit dir. Okay, es gibt noch ein Level, gut. Ja, jetzt sind wir, glaube ich, in der Kammer der Wünsche wieder. Ja, nimm doch den Zauber, meine Güte. So, ich glaube, wir brauchen... Brauchen wir das? Ich weiß es nicht mehr. Obwohl, doch, hier brauchen wir, glaube ich... Nein, das wollte ich auch gar nicht, oder das hier. Ich möchte bitte das Skelett zerschießen, das ist nervig. Ach, ich kann es nicht machen. Eigentlich habe ich das schon bis auf das. So. Konnten wir das hier auch schon mal? Ich glaube, hier hat Hermine ihre Tasche noch nicht, oder? Das kann ich mir einfach sparen. Ich kann es doch wegreißen. Nee, das war der falsche. Ah, war hier, genau. Das wollen wir reparieren. Dann brauchen wir noch Slytherin. Wo haben wir Voldemort? Da. Ich hätte einfach wahrscheinlich irgendwie in eine Richtung drücken müssen, dann hätte ich es so schnell hinbekommen. Aber dafür bin ich wirklich zu blöd. Da ist noch Weasley Kiss. Ich glaube, die brauchen wir auch. Okay, das verläuft für böse Charaktere einfach nur. So, hier das Ding bauen. Haben wir dagegen hauen? Moment, da war doch Ginny Weasley. Die kann das auch. Noch eine Weasley-Kiste. Dann müssen wir noch die beiden Dinger da machen. Die komischen Aufstellkästen und dann haben wir es auch fertig. Moin. Okay, das ging schnell. Okay, das können auch nicht Weasleys machen. Muss ich natürlich. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe, aber weggestellt ist wichtig.
So, weg mit dir. Und dann haben wir das hier noch. Okay, ich komme da gerade nicht ran. Warum nicht? Muss ich dafür das hier machen? Okay, das war's auch nicht. Okay, man kommt echt schlecht einfach nur ran. Gut, dann haben wir das gemacht, dann würde ich sagen, zum Tropfen Kessel. Weit verlassen und dann haben wir es auch geschafft. So, Hauswappen. Ah ja, kann ich nicht skippen. Was das Slughorn haben wir? Wir haben Ginny Weasley und wir haben Draco Anzug. Wir haben ein bisschen Geld gesammelt. Wir haben den Schülern Gefahr gerettet. Das heißt, wir sollten jetzt zwei goldene Steine bekommen. Nämlich für den Schülern Gefahr und auch für das Wappen. So, dafür ist noch 24. Und wir haben noch ein paar Level vorn. So, das heißt, wir sind jetzt mit dem Film um die Hälfte durch. Das heißt, wir müssen die beiden noch machen. Und ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.